herzlich willkommen! Wir sind bei der zweiten Folge von Fiesta angekommen und ich kann es wirklich kaum erwarten, hier gleich loszuspielen. Wir treten ein. Ich habe jetzt meinen Charakter gewählt hier. Verbindung zum Server. Hätte ich vielleicht dann erstmal machen sollen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, dann werde ich mich erst mit dem Server verbinden. Aber es scheint, als würde es schnell gehen. Und außerdem haben wir ja hier schöne Bilder zu gucken, ne? Ist ja echt süß. Oh mein Gott, wir haben schon wieder keine Rückmeldung. Soll ich jetzt wieder singen? Nee, wir schauen uns jetzt mal hier die Bildchen an. Wir sehen einen süßen Hund. Ups, da sind wir schon. Alles klar. Gut, musste ich nicht so viel Müll jetzt drumherum labern. Willkommen zu Fiesta Online. So, wir stehen wieder an derselben Stelle, an der wir letztens gestanden haben. Hallo, bleib stehen. Bleib stehen. Glücklicher Verzauberer. Süß. Wir hatten eine Quest bekommen. Wir schauen mal kurz in unser Questbuch. Wo war denn das nochmal? Da. Na, komm. So, dringende Nachricht. Und Herzach im Gange. Das war Pilze, müssen wir 5 Stück killen, Imps und Schleime. Abgeben bei Waffentitelhändler Zach. Okay, gut, das machen wir. Und wir haben eine dringende Nachricht. Die müssen wir abgeben bei Elfenlord Eldaris. Gut, dann weiß ich ja jetzt auch Bescheid. Ich kann mich hier in dem Quest dann reinlesen, was wir alles da machen müssen. So, Moment. Das große Fest von Isia wird bald beginnen. Romenus ist sehr beschäftigt mit all den Vorbereitungen für diese große Feier. Doch die Zeit rennt und er würde die Hilfe junger Abenteurer doch sehr schätzen. Romenus hat eine dringende Nachricht an Lord Eldaris, doch er hat einfach keine Zeit, sie ihm selbst zu überbringen. Ja, gut, das wissen wir ja jetzt, aber wo ist denn der? Naja, vielleicht finden wir den ja auf unseren Wegen. So, dann wollen wir mal schauen. Ich gehe mal jetzt hier weiter aus der Stadt heraus. Was haben wir denn jetzt hier? Den Kurzstab haben wir jetzt hier. Das benötigt Level 7, das brauchen wir eigentlich nicht gerade. Und ja, Magiegeschoss. Also wähle ich dann die 3. So, mal gucken, ob wir jetzt hier schon... Oh, da ist schon der erste Schleim. So, ich visiere das an und jetzt geht's los. Woo! Go, 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 go. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Da oben sehen wir... Zack, der ist schon kaputt. Ja, und jetzt können wir hier die Sachen aufsammeln. Zack, komm, sammel auf. Was passiert denn jetzt hier? Ja, gut, Anfängerhilfe, da brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir werden jetzt erstmal ein paar Schleims hier killen. So, mit der... Was können wir denn mit der 4? Okay, da können wir jetzt noch nicht. Moment, wir haben jetzt wieder ein Ausrufezeichen. Gegenstand benutzen. Gegenstände aufsammeln geht per Linksklick auf den Gegenstand oder die Aktion aufsammeln. Um Gegenstände wegzuwerfen, gehe in das Inventar und klicke links auf den Gegenstand. Dann klicke links auf den Boden. Dann kommt eine Sicherheitsabfrage. Okay. Um Gegenstände zu nutzen, mache einen Rechtsklick. Gegenstände können auch vom Inventar, Shortcut I, in die untere Leiste gezogen werden. Okay. Gut, Moment. Wir gehen mal eben aufs Inventar. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben zerrissenes Leder gerade bekommen. Zutat für magische Schriftrollen. Zaubergegenstand Zusatzschaden. Einzigartig Level 1 Zaubergegenstand. Chance auf erhöhten Schaden bei Angriff. Den tun wir mal hier unten rein. Das ist ganz cool. Den Brief, den wir vorhin bekommen haben. Und der Eisblitz benötigt Level 3. Wir müssen jetzt ganz schnell Level 3 bekommen. So. Zack, angreifen. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt ganz schnell hier. Der macht uns nicht wirklich viel Schaden. Hui, und das Level up. Und da sehen wir auch schon die Eule, die bringt uns jetzt den Brief. Moment. Zack. Super. So, Moment. Den haben wir jetzt erhalten. Jetzt nehmen wir mal hier das zersetzte Fleisch. So, Attributspunkte vergeben. Attributspunkte vergeben. Durch das Aufsteigen in Level bekommt der Charakter Attributspunkte. Diese können über das Charakterfenster vergeben werden. Für jedes Level gibt es einen Attributspunkt. Genau, das war jetzt die Karte, die wir gerade von der Eule bekommen haben. Wenn der Charakter in der Klasse mit Level 20, 60 aufsteigt, gibt es Bonuspunkte. Detaillierte Informationen zu den Attributen unter Boni im Charakterfenster. Cool. So, Moment mal eben. Es sind 2 Quests der Stufe Normal verfügbar. Ungezogene Monster. Ah, Heldenschleim, Imp und schneller Schleim. Gut, schön. Bei Schmied James, den können wir direkt annehmen. Dann werden wir die mal direkt abgeben dann. Und guter Deal.
Guter Deal, tägliche Quest Level 1 bis 10. Aufgaben 10 Schleim, Abgaben bei Stadtmeister Rumenus. Cool, da steht auch schon ein neuer Krieger, guck mal. Baba lädt dich in eine Gruppe ein. Okay, die nehmen wir mal an. Ich auf gut Glück jetzt einfach. Einfach mal auf gut Glück. Was haben wir denn hier? Okay, ich bin jetzt ein bisschen, ich muss mir natürlich jetzt auch erstmal hier in die ganze Sache reinversetzen, weil ich spiele das ja auch jetzt erst das zweite Mal. Und dann müssen wir erstmal schauen, wie das hier mit den Gruppen überhaupt funktioniert, ne? So, hier steht Fiesta-Fan. Cool. Little Wolf haben wir auch. Und da war doch noch jemand. Okay, den Schleim. Den brauchen wir ja. So, anscheinend haben wir jetzt dadurch, dass wir gerade ein Level aufgestiegen sind, haben wir dadurch anscheinend bessere Punkte bekommen. Also das heißt, wir brauchen jetzt nur noch zweimal. Zack, der ist schon tot, alles klar. So, die Schleime haben wir jetzt. Dann wollen wir mal eben kurz gucken. Was machen die jetzt eigentlich hier? Wir wollen doch die Questen erledigen. Wie würden wir denn jetzt hier wieder rauskommen aus der Gruppe? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja gut, wir töten jetzt noch ein paar Schleims. Vielleicht kriegen wir dann noch Level ab. Wir brauchen ja auf jeden Fall Level 3. So, den nächsten. Hups, bleib mal hier. Nimm mal erstmal das hier alles. Ein bisschen komisch. Was war das jetzt? Muss ich gleich mal eben gucken. Hey, bleib hier. So, aus der Entfernung. Auf ihn drauf. Yay. Cool. Was ist das? Ungeöffnete Karte. Okay, ich gehe mal kurz in unser Inventar. Kartengruppe Schleim, verdeckte Karte. Können wir das... Ah, wir können die benutzen. Alles klar, mit Linksklick. Der Hochlandschleim. Eindringlinge, denkt nicht einmal daran. Im Reich der Schleime wartet immer jemand auf Eindringlinge. Cool, wir haben eine Karte bekommen. Richtig cool. Jetzt nehmen wir mal die zweite. Super, also das wird ja immer spannender hier, ey. Schleimangriff. Schleime, der Tag der Abrechnung für alle Menschen und Elfen ist gekommen. Okay. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay, einfach nur... Gut, cool. So, klick mal den Schleim an und dann killen wir den. Zack, kaputt. Was haben wir? Festes Fleisch. Okay, das können wir zumachen. Und dann wollte ich nochmal in die Quests gucken. Das war Q, ne? Nee, Moment. L. Da ist es. So. Herr Zach war die Quest. Also Schleim haben wir 5 von 5. Jetzt brauchen wir Imp und Pilze noch. Dann auf geht's. So, ich gehe mal hier. Was haben wir hier? Hier steht irgendwas. Ui, da haben wir doch schon. Da haben wir einen Pilz. Alles klar, bleib stehen. Go, go, Leilani. Gib's ihnen. Yes, komm. Ja, dreimal und zack haben wir ihn. Da hinten ist der nächste. Auf ihn. Mal gucken. Stopp. Da, guck mal. Die geht also von alleine in die Reichweite, wo wir angreifen können. Das ist cool. Also wir werden so quasi fast gar nicht von denen angetitscht. Obwohl 44 von 53. Mana, hier ist der nächste. Haben wir noch 40 von 64, aber wir haben ja noch 14 Mana-Steine dabei. Also wird uns hier jetzt auch nichts... Oh, die machen aber gar nicht so wenig Schaden, ne? Sehe ich gerade. So, auf geht's. Ah ja, der greift den auch an. Okay, na super, der braucht nur einen. Dann hat er den schon... Level up? Hatten wir jetzt ein Level up? Ja, wir sind Level 3! THX? Oh, 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 oh. Wie kann ich denn schreiben? Moment mal eben. Ausruhen. Oh, Mini-Haus! Cool! Komm, wir versuchen das mal. Wir gehen mal ins Mini-Haus. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier unten... Hallo? Geht nicht? Okay. Na gut, gut, pass auf. Anders. Wir machen jetzt erstmal die Pilze hier fertig, weil davon brauchen wir noch ein paar. Wäre richtig cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde. Seelenstab, okay. Ach so, ja, aufheben nicht erlaubt. Wir wurden aus der Gruppe entlassen, alles klar. Okay, kein Problem, weiter. Was ist das? Was ist das?
Torfeld und Dungeon-Tor. Ja, ein Dungeon, wie geil. Suche die Positionen der Tore auf der Karte. Bewege die Maus über die Symbole, um ihre Ziele zu erkennen. Feldtore bringen dich an ein oder zwei Orte. Gut, dann wissen wir jetzt hier auf jeden Fall... Oh, guck mal, Little Wolf, geht die da rein? Nee. Doch, ist da reingegangen. Ich will auch mal rein. Wald der Gezeiten betreten. Ja, kommt, wir gehen rein. Haha, wie geil. Dieses Spiel, das ist genau nach meinen Wünschen. Wow, Wald der Gezeiten. Ey, direkt eine andere Mucke hier. Was ist das denn? Das ist jetzt ein Dungeon, oder? Also ihr merkt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier tue. Aber Hauptsache, ich tu's. So, mal eben den Schleim hier kaputt machen. Die gibt's dann wahrscheinlich auch. Boah, bei einem Mal geht der direkt platt. Ist ja auch geil. Guck mal. Antitschen, einmal platt. So, der nächste. Zack. Ja, die sind dann natürlich dann gerade nicht levelgerecht, aber ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht finden wir ja hier dann die Sachen, die wir noch so brauchen. Was haben wir denn hier so? Was ist denn mit unseren Skills? Moment. Das wissen wir jetzt. Dann haben wir hier noch ein paar Nachrichten. Ach so, hier sind dann die Quests. Okay, vielleicht finden wir ja hier den Typen. Was war das? Keine Ahnung. Okay, weiter. Wir versuchen mal weiter zu leveln, aber wahrscheinlich funktioniert das nicht mit den Schleimen. Wir werden sehen. Was ist hier denn alles? Ich scroll mal ein bisschen hoch. Ah, da ist der schnelle Schleim. Alles klar. Sehr schön. Oh, die machen die ja kaputt. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Ja! Sehr nice. Okay, was ist hier hinten? Herr Zach! Hier steht Herr Zach! Ey, cool. Ach, das sind die Imps. Oh, ja, okay, alles klar. Level 4. Go, go, komm. Die dürfen uns nicht viel Schaden machen. Weiter, weiter, noch einmal. Woo! Yes, den ersten Imp haben wir gekillt. Aber wir haben auch nur noch 14 Lebenspunkte jetzt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die sind wirklich... ganz schön schwierig für uns. Aber wo ist denn hier jetzt unser... Wo ist denn das Häuschen? Ah, da ist das Minihaus. Wir werden jetzt auf Ausruhen gehen. So. Und dann müsste ja eigentlich jetzt alles regenerieren. So wie ich das jetzt gesehen habe letztens. Ja, cool. Also das geht ja ziemlich schnell, ne? Jetzt schon 26. Also richtig cool. Schön, dann können wir auf jeden Fall jetzt die Quest erfüllen dann. Ja, das wird wohl... Ah, an der Ostsee wurde soeben zum Räuber befördert. Glückwunsch. Wenn wir uns jetzt... Also bewegen können wir uns jetzt definitiv nicht hier. Und das scheint uns auch nichts zu kosten hier, ne? So, in der Zeit können wir hier ein bisschen gucken. Ausruhen kannst du dich, wenn du Ausruhen im Menü des Minihauses auswählst oder über das Hausmenü. Beim Ausruhen stellt dein Charakter HP und SP wieder her. In der Nähe von NPCs kannst du dich nicht ausruhen. Okay. So, wir sind jetzt ausgeruht. Was machen wir denn jetzt? Können wir das Haus verlassen? Yes. So, jetzt auf die nächsten Monster drauf.